Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Freunde, ihr habt es im Titel entnommen. Im heutigen Video geht es rund um das Thema Uhren. Ja, 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 ja. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB. Wir starten einfach mal los und zwar mit einer der ersten Uhren, die ich mir jemals selber gekauft habe. Und zwar ist es diese Casio Vintage Uhr. Ich denke, die meisten von euch werden diese Uhr kennen. Gibt es in Gold, gibt es in Silber, ich glaube noch in weiteren Farben. Kostet um die 50 Euro und das war tatsächlich eine der ersten Uhren, die ich mir im erwachseneren Alter geholt habe. Ich finde, das ist ein absolut guter Klassiker, den man zu den meisten Sachen tragen kann. Zu klassischen Looks würde ich die jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber für den Alltag eigentlich eine schöne Uhr, sehr angenehm zu tragen, sehr leicht. Casio ist auch tatsächlich die erste Uhrenmarke, die ich jemals getragen habe. Schon im Jugendalter habe ich G-Shock-Uhren übertrieben geliebt, also die G-Shock war tatsächlich meine allererste Uhr, die ich besessen habe. Die hat damals, glaube ich, 280 D-Mark gekostet, habe ich dann von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und das war eine Uhr, dort konnte man Telefonnummern mitspeichern. Und da habe ich schon diese Magie von Uhren gemerkt, weil man wurde immer mal wieder auf die Uhr angesprochen. Man kam mit Leuten, damals halt im Jugendalter, ins Gespräch. Man hat gesagt, ey, meine Uhr, die kann Telefonnummern einspeichern. Und so hatte man irgendwie eine Grundlage. Man hatte ein Thema, über das man sich unterhalten konnte. Und das finde ich auch jetzt des Öfteren wieder, wenn man interessante Uhren trägt und auf Leute stößt, die sich auch für das Thema interessieren, kommt man einfach immer wieder ins Gespräch. Man hat eine Grundlage und deswegen finde ich Uhren unter anderem so interessant. Und das hier war auf jeden Fall im Erwachsenenalter meine erste Uhr, die ich mir geholt habe und die besitze ich immer noch und trage sie auch zwischendurch immer noch sehr gerne. Wir kommen zur nächsten Uhr und diese habe ich in, ich glaube es war um die 2016 oder ähnlich bekommen und zwar ist es die Longines Conquest Roland Garros. Das war tatsächlich die erste Uhr in meinem Besitz, die einen höheren Wert als 1000 Euro hatte und von daher war es für mich damals was übertrieben Besonderes. Also ich habe niemals irgendwie einen Gedanken daran verschwendet, mal so eine teure Uhr zu besitzen, obwohl ich das Thema immer schön fand, immer interessant fand. Ich denke, die meisten von euch, die eventuell eine Uhr, für die sie gearbeitet haben oder so, besitzen, können dieses Gefühl nachvollziehen und so war es damals für mich, als ich diese Uhr erhalten habe. Ich habe sie immer sehr stolz getragen, habe sie jetzt längere Zeit schon nicht mehr getragen, da müsste auch mal die Batterie wieder gewechselt werden, aber ich muss einfach sagen, was mich an dieser Uhr stört, optisch finde ich sie eigentlich ganz schön. Aber ich muss einfach sagen, sie ist mir ein bisschen zu schwer, sie ist mir ein bisschen zu klobig. Da habe ich über die Zeit einfach gemerkt, ist nicht so ganz meins. Und deswegen habe ich dann aufgehört, die Uhr irgendwann zu tragen. So, chronologisch geht es weiter. Wir sind jetzt im Jahre 2018. Und da habe ich mir tatsächlich meine erste eigene Uhr gekauft. Das war meine absolute Traumuhr, ist es immer noch bis heute. Und ich kann euch sagen, ich habe diesen Kauf bis heute nicht eine Sekunde bereut. Die Uhr, über die wir sprechen, ist die Rolex Datejust 41. Wie gesagt, die habe ich in 2018 bei Wempe geholt. Schöne Grüße nochmal an Marc, der hat mir damals die Chance gegeben. Damals war es tatsächlich auch noch um einiges leichter, als heute so eine Uhr zu bekommen. Also es gab keine Wartezeit, es gab gar nichts. Bin in den Laden rein, gesagt, hey, ich interessiere mich für die Uhr und ich glaube, eine Woche später oder so konnte ich die Uhr dann abholen. Und ich muss euch einfach sagen, auch wenn diese Uhr viel Geld gekostet hat, natürlich ist sie aktuell mehr wert, als ich damals bezahlt habe. Also ich habe, glaube ich, damals 8,5 hat die gekostet und aktuell werden die um die 11.000 bis 13.000, wenn wir mal realistisch sind, gehandelt, je nachdem, was die Leute bereit sind, dafür zu bezahlen. Und allein aus dem Grund muss man einfach sagen, das Geld ist nicht weg, sondern es steckt einfach in einer Uhr. Und wenn man möchte, kann man diese wieder verkaufen. Rolex-Uhren lassen sich eigentlich immer sehr gut verkaufen, weil die Nachfrage halt sehr hoch ist. Und gerade bei so einem Modell, was eher so ein Einsteigermodell ist von Rolex, denke ich, wird man nicht lange warten, bis man einen Käufer hat. Und nach wie vor, finde ich, ist das mit die schönste Uhr, die es von Rolex gibt. Sie ist ein absoluter Allrounder, also die passt einfach zu egal was, super schick im Anzug, sportlich, egal was, das ist für mich die perfekte Uhr, weil sie sich einfach super vielfältig stylen lässt
Und wer mich kennt, wer meinen Kanal hier verfolgt, der weiß einfach, dass ich mal sportlich, mal elegant, wirklich durch die Bank jeden Stil eigentlich bediene. Und da ist diese Uhr wie geeignet dafür. Bin einfach happy, dieses Teil zu haben und trage sie einfach jeden Tag immer noch extrem gerne. Also für alle Leute, die Uhrenliebhaber sind, ihr könnt das auf jeden Fall nachvollziehen, was für ein schönes Gefühl es ist. Tausendmal besser als das Geld auf der Bank liegen zu haben, einfach in Form einer Uhr, die man tragen kann, wo man Spaß dran hat. Und jeder, der sich die Frage stellt, soll ich mir so eine teure Uhr holen? Wenn man wirklich genug Geld beiseite hat, genug Geld gespart hat, dann kann man das auf jeden Fall machen, weil wie gesagt, das Geld ist nicht weg. Ist wie so eine Anlage, sage ich jetzt mal, die man halt auch tragen kann, wo man Spaß dran hat. Deswegen empfehle ich das jedem. Ich habe es bisher nie bereut und würde es jederzeit wieder tun. So, dann sprechen wir über die nächste Uhr, die ich mir quasi nach der Rolex gekauft habe, und das war in 2021. Ich muss dazu sagen, ich habe die Uhr nicht hier, weil die sich im Schließfach befindet und ich trage sie einfach super selten. Deswegen ist sie mehr im Schließfach, als sie tatsächlich bei mir ist, was auch in Ordnung so ist, aber ich habe jetzt leider keine Zeit mehr gehabt, die Uhr abzuholen. Deswegen blende ich euch ein paar Bilder dazu ein, und zwar ist es die AP Royal Oak 15500. Wie gesagt, die habe ich in 2021, meine ich, war das, geholt. Und die habe ich bei Bucherer bekommen, wo ich natürlich extrem glücklich drüber war. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, bisher habe ich es nie eingesehen, diese Graumarktpreise zu bezahlen, zumal die auch in den letzten Jahren wirklich übertrieben hoch waren. Mittlerweile hat sich das Ganze wieder so ein bisschen normalisiert und man könnte bei gewissen Modellen auch drüber nachdenken. Aber jetzt vor 2 Jahren beispielsweise, wo die Preise so astronomisch waren, hätte ich niemals drüber nachgedacht, zum Grauhändler zu gehen und irgendwie für das Doppelte oder sogar das Dreifache die Uhr zu kaufen. Die Uhr hat gekostet, ich glaube, zu der Zeit noch 21.000. Aktuell kosten die irgendwie 23.000. Also alle Hersteller, auch Rolex, haben ja Preissteigerungen gehabt. Und deswegen war das natürlich ein guter Kauf. Nachdem ich diese Uhr gekauft habe, war die, glaube ich, Spitze irgendwo bei 70.000. Verkauft habe ich die Uhr nicht, weil ich sie einfach immer schön fand und gesagt habe, nee, ich will die nicht unbedingt verkaufen. Nach einer Zeit, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich bei dieser Uhr gemerkt, dass die für mich irgendwie kein perfektes Match ist. Sie hat einen 41 mm Durchmesser, also ein Gehäuse. Und ich muss sagen, bei der Uhr, die ist ja so ein bisschen dicker, was mich irgendwie so nach einer Zeit einfach gestört hat, wo ich gemerkt habe, ey, die Uhr ist mir einfach viel zu fett am Handgelenk. 39 mm wären da wahrscheinlich besser gewesen. Aber behalten habe ich sie immer noch. Ich weiß nicht, ob ich die in der Zukunft irgendwann abgeben werde. Da muss ich noch drüber nachdenken, weil ich sie wirklich sehr schön finde, aber halt am Handgelenk manchmal für ein bisschen störend empfinde. Und das ist so mein Problem, das ich habe mit der AP, weswegen ich halt echt lieber die Datejust trage, weil die einfach super angenehm zu tragen ist. Aber dennoch bin ich sehr froh, diese Uhr in meiner Sammlung zu haben, weil ich sie nach wie vor sehr schön finde. Ach so, und by the way, ich habe die Uhr mit dem weißen Ziffernblatt. Bilder habt ihr ja gesehen. Und ich muss auch sagen, klar war das Blaue immer das Gehypteste und das Weiße ist auch im Wiederverkauf immer am günstigsten. Aber ich muss euch sagen, ich finde dieses silberne Ziffernblatt so schön, weil das einfach sehr gut passt. Das hat so einen leichten Glanz, passt super gut zum Armband. Und deswegen auch eine sehr schöne Uhr. Und jetzt kennt ihr auch die Story zu dieser Uhr. So, dann kommen wir zu einer Uhr, die habe ich mir vor einem halben Jahr circa gekauft. Und diese Uhr ist auch übertrieben im Hype, was ich auch absolut verstehen kann. Wir sprechen über die Tissot PRX. Das ist das Quarzmodell. Und die hat gekostet, ich glaube, 360 €, als ich die gekauft habe. Aktuell kosten die 395, also auch da gab es eine Preiserhöhung. Und diese Uhr sieht man auf TikTok, YouTube, Instagram oder wo auch immer so häufig. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist jetzt die, ich weiß gar nicht, ich glaube 39 mm, 40 mm, nagelt mich nicht drauf fest, Variante, also die größere Variante, die gibt es auch nochmal als 36er, glaube ich. Und wie gesagt, das ist das Quarzmodell. Es gibt auch noch ein Automatikmodell, das kostet um die 700 €, also Powermatic 80 nennt die sich, welcher auch nochmal optisch ein bisschen schöner ist und natürlich ein Automatikwerk hat, aber halt auch doppelt so viel kostet. Hier muss ich sagen, hat mich tatsächlich dieses Tiffany, also dieses mintfarbene Ziffernblatt, total gecatcht und ich dachte mir einfach, ey, so eine Uhr besitzt du noch nicht, das wäre einfach mal was ganz anderes
und einfach mal so ein kleiner Eyecatcher. Und an sich von der Uhrenform her ist es halt eine sehr schöne klassische Uhr, aber durch das Ziffernblatt ist es natürlich noch mal ein bisschen was Interessanteres. Ich muss sagen, die Uhr an sich finde ich sehr, sehr schön. Was mich tatsächlich stört, ist quasi um die Lünette herum, diese Stege hier machen die Uhr tatsächlich sehr groß. Ihr seht das vielleicht auch in dem eingeblendeten Video. Im Vergleich zu den anderen Uhren, obwohl das auch 40 oder 41 oder 39 mm sind, genauso wie die anderen, wirkt sie einfach getragen viel, viel größer durch diese Stege, die hier einfach so ein bisschen breiter sind um die Lünette, also diese Bandanstöße, keine Ahnung, wie man es genau umschreibt. Und das ist so ein kleiner Störfaktor, weswegen ich mir glaube, ich lieber tatsächlich die kleinere Variante geholt hätte. Dennoch bin ich sehr happy mit der Uhr. Trag sie sehr gerne, trag sie auch des Öfteren und da ist immer so der Punkt, wo ich merke, okay, die Uhr hat sich gelohnt. Du weißt einfach, dass du teurere Uhren in deiner Sammlung hast, aber du greifst zu einer Uhr, die jetzt nur 300 Euro kostet. Mir ist es tatsächlich egal, wie viel die Uhr am Ende gekostet hat. Wenn ich sie schön finde, dann finde ich sie schön. Und das ist auch das Wichtigste. Das sollte natürlich auch für euch wichtig sein. Also holt euch wirklich eine Uhr, wenn ihr sie schön findet. Holt euch keine Uhr, um irgendwelche Leute zu beeindrucken. Ich habe tatsächlich Spaß an diesen Sachen. Natürlich finde ich auch, dass das irgendwie mit Mode einhergeht. Das rundet so einen Stil ab. Ich finde, eine Armbanduhr ist wirklich das schönste Accessoire und auch das einzige, was man als Mann tragen muss oder tragen sollte. Mehr braucht man eigentlich nicht. Man braucht keine Ketten, Ringe etc. Einfach eine schöne Armbanduhr und das ergänzt den Stil einfach perfekt. Gerade sowas hier, so eine Edelstahl-Armbanduhr, passt einfach zu allem und auch die könnte man wirklich zu sportlichen, eleganten Looks, also zu allem tragen und deswegen auch die Tissot PRX, eine sehr schöne Uhr. Was ich bei der Powermatic, also der Automatikuhr, schöner finde, ist einfach das Ziffernblatt, weil das hat nochmal diese, ich weiß nicht, ob es sich Patisserie nennt, also so ähnlich wie bei AP, diese kleinen Kästchen quasi auf dem Ziffernblatt und dadurch sieht das Ganze nochmal viel, viel hochwertiger aus. Aber halt auch ein wenig teurer, aber dennoch eine absolute Empfehlung. Ich packe euch die Uhr auch unten rein. Wer hier eine schöne Alternative sucht von Citizen, die Tsuyosa kostet um die 300 Euro und auch eine sehr schöne Uhr mit schönen Ziffernblättern, also in verschiedenen Farben. Und deswegen, wer da eine schöne Alternative sucht, checkt die auf jeden Fall ab. Aber die hier empfehle ich euch wirklich, wenn ihr noch eine schöne Uhr unter 500 Euro haben wollt, ist das, glaube ich, meine Nummer 1 Empfehlung. Dann kommen wir zu guter Letzt noch zu zwei Vintage-Uhren, welche ich mir auch vor ein paar Monaten gekauft habe. Und eine der beiden Uhren habe ich schon des Öfteren auf Instagram gezeigt und die Nachfrage nach dieser Uhr ist wirklich so krass gewesen, wie bei noch keiner anderen, die ich getragen habe. Ich fange direkt mal damit an, weil es auch die erste Vintage-Uhr ist, die ich mir gekauft habe. Und zwar ist es diese Seiko Sports 100. Referenz kann ich euch leider nicht genau nennen. Aber die ist aus den Anfang 90er Jahren, also eine schon sehr alte Uhr, knapp 30 Jahre alt. Finde ich natürlich auch faszinierend, dass man so eine alte Uhr hat. Ist jetzt eine Quarzuhr. Beide Vintage-Uhren, die ich habe, sind Quarzuhren. Aber ich muss einfach sagen, es ist faszinierend, wenn man überlegt, dass diese Uhr 30 Jahre alt ist und die einfach immer noch super, super schön ist. Also es ist ähnlich wie bei Mode. Es gibt Vintage-Teile, die sind einfach heute immer noch cool. Wenn es irgendeine Vintage-Lederjacke oder so ist, die sieht nach 30 Jahren vielleicht sogar noch geiler aus, als wenn sie neu wäre. Genauso bei dieser Uhr, die habe ich mir auf Chrono gekauft, weil da die einzige Plattform war, wo ich die noch gefunden habe. Ich hatte sie in irgendeinem Seiko-Katalog gesehen. Also ich packe euch mal eine Seite unten in die Infobox, wo ihr Seiko-Kataloge aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern findet. Schaut euch da mal bitte die ganzen Uhren an. Die haben wirklich so schöne Vintage-Uhren. Und da könnt ihr euch eure Referenzen raussuchen und dann einfach schauen, was euch gefällt. Aber ich muss sagen, als ich diese Uhr hier gesehen habe, war ich sowas von hin und weg. Habe mich wie ein Verrückter auf die Suche gemacht und habe sie dann bei Chrono irgendwann gefunden. Die war in Polen bei einem Privatverkäufer und der wollte 160 Euro dafür. Und das habe ich natürlich direkt gemacht, weil ich die Uhr einfach extrem schön fand. Da stand auch, sie hat viele Kratzer, hat auch auf dem Glas einen relativ großen Kratzer, welcher mich aber gar nicht stört. Ich finde, das bringt halt einfach so diesen Vintage-Charakter mit. Und ich kann euch sagen, so eine schöne Uhr, ich trage sie super gerne. Ich glaube, es sind 36 oder 38 mm. Auch super angenehm zu tragen, gerade für Leute, die irgendwie schmalere Handgelenke haben. Euch kann ich sowas einfach nur empfehlen.
und auch diese Lünette quasi vergoldet, beziehungsweise im Goldlook, also Bicolor. Absolut schön, eine wunderschöne Uhr, die ich sehr, sehr gerne trage und auch happy bin, dass ich die bekommen habe. Und wie gesagt, falls ihr sowas sucht, eBay Kleinanzeigen, keine Ahnung, Etsy. Es gibt ein paar Plattformen, wo man einfach suchen kann oder auch Chrono. Schaut euch da einfach um, da muss man einfach geduldig sein und am besten auch schnell sein, wenn die Sachen online kommen. Direkt dingfest machen, ansonsten kauft die jemand anders. Und das Geile bei so einer Uhr ist natürlich auch, dass davon einfach nicht mehr so viele im Umlauf sind und man sie nicht häufig sieht. Deswegen Vintage-Uhren einfach eine coole Sache, die ich wirklich empfehlen kann, falls man da Spaß dran hat. So, wir kommen zur letzten Uhr und das ist auch die letzte, die ich mir kürzlich gekauft habe. Nachdem ich die eine Seiko Vintage-Uhr gekauft habe, bin ich natürlich auf den Geschmack gekommen und da habe ich noch diese Seiko Vintage-Uhr gefunden und auch das ist eine SQ100. Die ist auch aus Anfang 90 ungefähr. Was ich an dieser Uhr extrem interessant finde, ist, sie hat einfach so ein bisschen den Look einer AP. Durch dieses Gehäuse ist natürlich viel flacher die Uhr. Trotzdem hat sie einen sehr clean Look. Ich finde, es ist einfach eine sehr schöne Uhr für den Alltag. Auch die wieder sehr vielfältig einsetzbar. Trage ich auch super gerne, trägt sich sehr angenehm. Weißes Ziffernblatt, hat eine Datumsanzeige, hat eine Tagesanzeige, genauso wie die andere Seiko, die ich euch gezeigt habe. Und sowas finde ich natürlich auch immer schön. Man braucht nicht immer aufs Handy gucken, man schaut einfach auf die Uhr, schaut sich so ein ästhetisches Teil an. Schaut euch mal wirklich auf eBay und Co. um, sucht einfach nach alten Uhren, falls ihr da interessiert dran seid. Aber ich muss euch sagen, ich finde für den Preis, ich glaube, für die habe ich 120 Euro bezahlt, mega happy damit, sind halt Quarzuhren, also keine Automatikuhren, aber ich finde, das macht sie jetzt nicht unbedingt zu schlechteren Uhren, demnach kosten sie natürlich auch weniger. Und ich merke, oder ihr merkt, ich bin in dem Thema aufgegangen, habe wirklich viel erzählt. Eigentlich war für das Video geplant, dass ich, nachdem ich meine Uhren vorgestellt habe, euch günstige Uhren unter 500 Euro vorstelle. Aber ich habe gemerkt, die Zeit ist einfach so verflogen. Ich habe viel zu viel geredet. Deswegen werde ich das im nächsten Video machen. Seid da auf jeden Fall gespannt. Also nächstes Video wird definitiv Uhrenempfehlungen unter 500 Euro. Ich werde euch da meine Favorites vorstellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst mich das sehr gerne mit einem Like wissen. Und abonniert natürlich den Kanal, um mir keine Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.